Herr Brandner, heute am 3.10. jährt sich die Wiedervereinigung zum 30. Mal. Was war denn so Ihr Erlebnis von dem Tag damals am 3.10.1990? Ich war weit weg, aber glücklich. Ich war in Südafrika zu dem Zeitpunkt. Und das ist ziemlich schwierig letztendlich so zu verkraften für mich. Ich bin Anfang der 80er Jahre mit 14, 15, 16 Jahren in die Junge Union eingetreten. Franz Josef Strauß im Wahlkampf unterstützt. Jeder macht Fehler. Ja, damals war das noch in Ordnung. Und mein Ziel war immer die Wiedervereinigung. Ich war sehr oft in Berlin und habe gedacht, wenn ich einmal durch dieses Brandenburger Tor laufen oder fahren könnte. Mein Opa hat damals gesagt, vergiss es, Junge, das wird nie mehr so wiederkommen. Also ich war am 3. Oktober 1990, also heute vor 30 Jahren, richtig rundum glücklich, war aber leider in Südafrika. Und wie haben Sie dann die Zeit danach so erlebt gehabt, als Sie dann wieder zurück in Deutschland waren? Ja, die Zeit davor erstmal. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann in Kastrop-Rauxel, in dieser, einer der schönsten deutschen Städte. Und das war so die Endphase meiner Ausbildung. Und dann ist ja am 9. November wurden die Grenzen geöffnet. Da wollte ich irgendwie nach Berlin. Das klappte aber nicht, weil ich, glaube ich, den Tag drauf oder zwei Tage drauf meine Abschlussprüfung hatte. Ich war dann Ende November in Berlin und dann bei der legendären Silvesterfeier 1989-90. Brandenburger Tor feiern, raufgeklettert. Ich nicht, aber viele sind raufgeklettert. Ich bin runtergefallen von der Mauer. Ich habe noch eine Narbe an der Hand. Ja. Silvesterfeier. Das war ja richtig krachend voll. Das war ja krachend voll auf diesem Mauerstück vor dem Brandenburger Tor. Kopf über runter, ab ins Krankenhaus. Da war richtig was los. Da werde ich mein Leben lang. Bleibt in Erinnerung so ein Tag. Ne? Absolut. Und wie ging es dann weiter bei Ihnen? Also sind ja dann von West nach Ost gezogen. Und was waren da so Ihre Wünsche, Ziele, Träume, die Sie da für das wiedervereinigte Deutschland hatten? Ja genau, ich wollte aus Nordrhein-Westfalen immer weg, das war mir alles zu rot da, bin dann Anfang der 1990er Jahre nach meiner Lehre nach Bayern, war dann da 1996 fertig mit meinem zweiten Staatsexamen in Jura und habe bundesweit eine Stelle gesucht und habe dann in Gera meine erste Stelle bekommen in Ostthüringen und bin da jetzt auch natürlich geblieben, weil man als Rechtsanwalt nicht so oft umziehen kann. Also gelebte deutsche Einheit, wenn Sie so wollen, ungefähr die erste Hälfte meines Lebens im Westen, die zweite Hälfte meines Lebens und hoffentlich wird es auch noch deutlich mehr jetzt in den neuen Bundesländern. Sie haben das gerade mit Ihrer Narbe angesprochen gehabt. Was ist denn da genau passiert? Die Geschichte, ich habe sie schon oft erzählt, aber ich glaube noch nie so in der Öffentlichkeit. Da haben wir ein paar Minuten Zeit, das dauert ein bisschen. Das war ja legendär, 1989-90 die Silvesterfeier. Ne? Also Berlin tobte auf beiden Seiten, West und Ost. Und ich war natürlich dabei, vor dem Brandenburger Tor auf diese Mauer auch zu klettern. Ich weiß nicht, wer es noch so vor Augen hat. Die war 2,50 Meter, 3 Meter groß, relativ breit, aber natürlich ohne Absperrung und brechend voll obendrauf. Ich bin auf die Mauer rauf. Und da gab es natürlich so Geschubse, Rangeleien, Getanze, Gesinge und dann gab es einen Schubs von hinten bei mir und ich bin Kopf über die Mauer runtergefallen, also Richtung Westen. Westen runtergefallen und es war, wie spät es mag gewesen sein, um Mitternacht rum, in so einen Scherbenhaufen rein. Also richtig mit der Hand. Also von der 3 Meter hohen Mauer runter in die Scherben? Runter, ja, in die Scherben. Und na gut, dass Sie noch hier stehen. Ne? Ja, also, manche sagen so, manche sagen so. Und ich bin aufgestanden und ich war nicht schwer verletzt, die Hand war ziemlich zerschnitten. Und ich hatte irgendwie so unterm Fuß ziemliche Schmerzen. Bin dann zu so einem Krankenwagen hingegangen. Es waren ja auch jede Menge Krankenwagen unterwegs. In den Krankenwagen rein, ist auch hier Blut und so. Wir müssen los ins Krankenhaus. Und dann kam die, nee, wir fahren jetzt nicht. Wir müssen warten, bis der Krankenwagen voll ist. Weil es fielen laufend Leute von der Mauer runter. Und da passierte ja auch so einiges. Dann war der Krankenwagen irgendwann voll. Wir fuhren in irgendein Krankenhaus. Blaulicht, glaube ich. Es war dunkel. Ich wusste auch nicht so richtig, wohin. Im Krankenhaus selber dann aus dem Krankenwagen raus. Kam so eine Ärztin, sagt, setzen Sie sich mal dahin. Es blutete ziemlich. Und dann sagte die, da müssen wir jetzt aber hier die Scherben rausmachen. Ja, sag ich. Das habe ich ja auch, ja, tatsächlich. In kleinerer Form, aber. Dann sage ich, ja, jetzt Narkose und so. Und die Narkose würde nicht gehen, deswegen wie alles knapp an dem Abend. Und dann fingen die an, mit der Pinzette die Scherben da rauszumachen. Kam aber nicht ganz dazu, das zu Ende zu führen, weil in dem Augenblick kamen jede Menge Krankenwagen an und es kam auch so, ja, es waren Ärzte in Silvesterkleidung mit Frack, mit Zylinder, mit Luftschlangen um den Hals. Ich dachte, was ist denn hier los? Und das muss kurz danach gewesen sein, das ist wirklich tragisch, dass am Brandenburger Tor, da war so eine riesengroße Leinwand aufgebaut, die dann irgendwie runtergefallen ist und da gab es, ich glaube, auch Toten. Viele mit Quetschwunden, viele Leute und viele Personen, die wurden zum Krankenhaus geschafft. Und dann habe ich, weil es so eng war, also wir wurden gesagt, Sie müssen mal mithelfen. Wir haben dann mitgeholfen, die Krankenwagen da auszuladen. Also mit der verletzten Hand? Als selbst Maueropfer da in dem Moment? Weil es waren kaum Ärzte da. Die kamen ja erst von den Silvesterfeiern, weil das ein riesengroßer Notstand war. Und wir haben dann geholfen, ich meine, gut, ich habe ja überlebt, so schlimm war das dann auch nicht, mitgeholfen, die Krankenwagen auszuladen und die Leute auf den Tragen da im Krankenhaus zu verteilen. Also das war dann, das war so das Erlebnis Silvester 89, 90. Irgendwann war das dann erledigt und ich war dann auch verarztet. Und dann wurde gesagt, jetzt können Sie gehen.
Ja, ich sage, wie gehen? Ich musste humpeln, die Hand verbunden. Also ja, dann irgendwie da raus. Ich wusste auch nicht, wo ich war. Taxi gerufen und dann zurück in die Stadt. Also diese Silvesterfeier werde ich nie vergessen. Nie vergessen, bleibt in meiner Erinnerung. Ja, wie gesagt, es war aber dann wirklich tragisch mit diesem Unfall da an dem am Brandenburger Tor. Aber so habe ich Silvester 1989 erlebt und naja, im weitesten Sinne dann auch die Wiedervereinigung. Nun ist die Wiedervereinigung 30 Jahre her, seitdem ist bekanntlich viel passiert. Was denken Sie denn, wie die Zukunft von Deutschland da aussehen wird? Also gerade was die Einigkeit des Landes angeht. Ja gut, es hängt davon ab, wie die politischen Mehrheiten sind. Ne? Also ich sehe schwarz für die Zukunft Deutschlands als Nationalstaat, wenn die Mehrheitsverhältnisse, wenn die parteipolitischen Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Denn alle anderen Altparteien, alle Altparteien verramschen eigentlich unser Deutschland auf dem Flohmarkt Europas. Das kann nicht sein. Also wir als patriotische Partei, als Partei der Einheit, wir sind ja die einzige Partei, die nach der Wiedervereinigung gegründet wurde und erfolgreich auch ist. So erfolgreich, glaube ich, wie nie eine andere Partei zuvor. Also wir sind gelebte deutsche Einheit. Für uns spielt eigentlich Ost und West keine Rolle. Das heißt, wenn wir maßgeblich in die politische Verantwortung kommen, dann sehe ich nicht schwarz, dann sehe ich blau für Deutschland. Ja. Dann hoffen wir, dass es so wird. Ja. Bedanke mich vielmals und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Feiertag. Vielen Dank.